Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, wie in der letzten Folge habt ihr ja schon wieder gehört, es war ein magisches Gewitter schon wieder drauf gewesen. Ich habe gerade nochmal geschaut, beim Black ist nichts zerstört worden. Und ja, also gut, bei mir habe ich jetzt auch nichts gesehen gehabt. Kann natürlich sein, dass manchmal auch die Blitze meinetwegen auch auf mein Feld hier landen zum Beispiel, ne? Und hier, das hatten wir ja eigentlich alles auch schon mal gemacht, ne? Hier sind immer mal ein paar kleinere Dinger, die halt irgendwie fehlen. Vielleicht sind es aber auch die Golems, die da nicht zu 100% in dem Moment funktionieren. Ja, also hier zum Beispiel, der steht auch schon wieder zum Beispiel nur rum. Na ja, gut, auf jeden Fall wollen wir da gerade an dem Feld nochmal einen kurzen kleine Sache machen. Da müssen wir erstmal nochmal, ja, erstmal nochmal raus. Da brauchen wir nämlich einen Tintensack dafür. Mal gucken, ob wir hier irgendwo irgendwelche Tintenfische haben. Weil ich hatte bei euch die Shader. Wobei, stimmt, ich kann ja euch hier, genau, da machen wir für euch nochmal einen Shader hier rein. Nehmen wir, was nehmen wir denn für einen? Der hier hat relativ gut funktioniert eigentlich. Zumindest draußen. So, also wie gesagt, von der Leistung her ist es kein Problem für meinen Rechner, der kriegt das locker hin. Aber hier sehen wir zum Beispiel jetzt auch die Tintenfische relativ gut. So, gucken wir mal, da brauchen wir ein, zwei Tintenfische, brauchen wir dafür, für die Geschichte. So, hier haben wir den Tintensack, das ist schon mal gut. So, und ich brauche ein solches Void Transport Pipe. Da ist ein Tintensack, ein Glas und ein Whetstone. Also relativ simpel herzustellen eigentlich. Und dieses Glas verhindert sozusagen, oder beziehungsweise hat den Effekt, dass wir, ja, wie soll ich sagen? Moment, ich versuche es gleich nochmal zu erklären. Machen wir hier, Moment, da hat man den Tintensack. Haben wir hier dieses einmal. Können wir hier, Moment, jetzt nicht, ob dieses Diamanten auch noch funktioniert. Ich brauche jetzt Diamanten, brauche ich auch noch. Diamantenes Transportrohr. War das so hier? Ja. Leider ja. So, mit diesem Diamanten im Transportrohr können wir ja unsere ja, Produktion ein Stück weit steigern, beziehungsweise nicht steigern, aber wir können, ich versuche es jetzt mal am Beispiel hier gleich mal zu machen hier. Mal. So, hier kommt gerade was rein, ihr seht schon relativ viel. So, dann können wir hier sagen, okay, das schmeißen wir alles rein. So, dann können wir hier einstellen, pff, ja, was soll denn, oh, nein, das will ich nicht. So, dass wir hier irgendwelche Filter zum Beispiel haben. Ja, ich weiß jetzt nicht, was da bei den Filtern jetzt, dann muss ich mal gucken. Oder lasse ich das einfach so durchlaufen? Dann mache ich das ohne. Ich gucke mal, wie das passiert, wenn es ohne wäre. Weiß jetzt nicht, ob das funktioniert, ob mit oder ohne. Ja, werden wir aber gleich mal rausfinden. Die Kiste ist ja letztlich gerade voll. Wir gehen mal runter in unseren Wartungsschacht und schauen mal, was da so für Items, schöne Items da durchkommen. Ich komme hier gerade ganz, ganz viele Samen an. Wie viel haben wir denn eigentlich hier drin gerade? Schmeiß mal einfach mal die ganzen Samen rein. Das heißt, um halt auch wirklich sicher zu gehen, dass dort Zeugs ankommt. Hier müsste eigentlich alles voll sein. Hier ist auch wirklich alles voll. Aber es müsste jetzt sozusagen erledigt sein. Das heißt, wir können jetzt das hier in meinem Ding noch. Ne, wir müssen das schon hier oben, müssen wir das schon anbringen. Könnten die Kiste maximum vielleicht noch ein Stück runter setzen, aber ja, okay, gut, jetzt ist das hier zumindest halt erstmal gelöst, dass hier dieser Item-Stau halt erstmal auf jeden Fall halt mal weg ist. Das ist gar nicht so schlecht. Das Diamanten-Transportrohr brauchen wir noch nicht, kommt aber demnächst bald sicherlich auch noch mit dazu, dass wir da eine Verwendung dafür haben. So, als nächstes wollte ich mir auf jeden Fall mal ein bisschen Lehm holen, der TNT-Waggon, den habe ich immer noch in meiner Tasche drin. So, Harmonikum. Ja, stimmt, genau. Ich wollte mich nochmal damit beschäftigen, dass ich mir nochmal ein bisschen Lehm abfarme irgendwo. So, da brauchen wir erstmal hier mal Erde noch. Genügend Erde. Da haben wir noch
Zeug hier halt erstmal voll, dann geht das Zeug jetzt hier erstmal raus. Hier können wir nochmal schauen, dass das hier auch funktioniert. Ja, genau, richtig. Jetzt kommt hier nur Weizen rein und wird nur Weizen reingelassen erstmal. Wie gesagt, dieses Void Transport Pipe brauchen wir halt, damit die Serverlast nicht ganz so extrem wird. So, und hier, damit können wir erstmal leben. Das ist gar nicht so schlecht erstmal. Weil wir können uns gleich mal noch ein bisschen Weizen schon mal noch mitschnappen. Weizen wird eh alle. Glaubt mir, der Weizen, der wird sowieso alle. So, meine Küchen. Na kommt. Hier, habt ihr alles. So, in der nächsten Folge bekommt auch ihr dann eine Automatisierung. Glaubt mir das mal. So, okay. Dann wollte ich noch... Ja, Vent of Excavation. Wir bräuchten noch... Haben wir noch irgendwo eine Sandschaufel oder sowas in die Richtung? Ja, da haben wir sogar noch ein bisschen was. Ja, da können wir mal die hier noch mit benutzen. Weil wir könnten ja mal so schauen, dass wir die vielleicht in den Amboss legen. Vielleicht repariert bekommen. Ja, weil, gut, hat sie jetzt nicht allzu viel gebracht, ne, aber... Im Wiesenbienenstock? Aha. Okay. Habe ich den da hingesetzt? Bin mir gar nicht mehr so sicher. Darüber. Aber okay! Okay. Hier unten haben wir scheinbar noch ein bisschen was davon, oder? Nee, das ist alles Stein hier. Ist auch alles Stein. Haben wir auch schon relativ viel, haben wir davon auch schon abgefarmt. Wobei wir hier halt noch ein bisschen was haben. Wir brauchen halt auch relativ viel dafür noch. Okay, das ist wiederum Stein. Hier unten haben wir noch relativ viel. Und wir halt auch nicht allzu viel laufen müssen, aber gut. Ja gut, wird die Gegend jetzt hier damit verschandelt ein Stück weit? Nee, eigentlich nicht. Nee, glaube ich nicht. Nee, wird etwas verändert, ja, aber glaube ich eigentlich nicht so daran. So, okay. Gut. So. Was hat man noch? Wobei, das Lehm müssen wir ja auch erstmal durchschmelzen wieder, ne? Das dauert ja auch erstmal, bis wir das durchgeschmolzen haben, ne? Auch nicht so toll. Gucken wir mal, dass wir das in den Electric Furnace hier gleich mal reingelegt bekommen. Electric Furnace, ja. Wie lange dauert das denn jetzt hier? Haben wir noch Öfen? Haben wir noch normale Öfen? Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Lehm bräuchten wir denn eigentlich? Kokerei. So, wir bräuchten dafür... Oh, wir bräuchten dafür auch relativ viel Sand. Ich glaube, das besteht aus einem Multiblock. Also 27 mal 4. Das heißt, wir bräuchten von diesen Ziegeln... Also 27 mal 4, also irgendwas um die geschätzte 100 Stück oder sowas in die Richtung, keine Ahnung. Keine Ahnung, was kommt jetzt hier raus eigentlich? Wir gehen am besten nochmal, wir gehen einfach nochmal farmen hier, bisschen was an Sand und, an Sand und Lehm. Nutzt ja nichts, wenn wir dann am Ende wirklich ohne Rohstoffe oder mit zu wenig Rohstoffen dastehen. Dann gehen wir diesmal wirklich mal ein bisschen weiter weg noch. Damit wir zumindest halt nochmal was hier in der Folge geschafft bekommen, beziehungsweise in dieser Aufnahmesession. So, es sieht dann landschaftlich schon ziemlich nice aus, muss man ja so sagen. Ja. So, gucken wir mal, wo haben wir jetzt hier noch was rumliegen? Hier unten hätten wir was rumliegen. Brauche auf jeden Fall, brauche ich auch wieder ein bisschen Sand. Nicht, dass das Sand, den ich habe, dass der ausreicht. Weil ich hätte ja noch grundsätzlich noch eine Wand of Equal Trade eigentlich, aber naja, okay. Ui. Autsch.
So, dann haben wir noch was. Ja, und da war auch schon wieder ein magisches Gewitter. Nicht so schön. Also würde ich jetzt zumindest denken, wenn es ohne Dingens ist. Das heißt, dass da irgendwo wieder was war. Nicht so geil. Nicht so geil. Ja, da müssen wir uns definitiv wirklich was einfallen lassen mit diesen magischen Gewittern. Ich bin schon dabei, jetzt nach und nach da was aufzurissen. Aber ich kann ja das Formcraft durch mein Black Layout demnächst mal anfangen. Wir können das ja jetzt, das gehört ja, zum einen gehört das mit dazu. Ich habe mich die ganze Zeit darauf ausgerechnet, wir können das ja jetzt nicht auf einmal sein lassen. Oh, ups. Müssen wir uns da nur halt was einfallen lassen, dass das halt nicht ganz so extrem halt wird. Irgendwie und, von dem her. Okay. So, ich denke, jetzt müssen wir eigentlich genügend haben. Gut, sandmäßig sieht es noch nicht ganz so gut aus. Aber ich denke mal, ein bisschen Sand haben wir sowieso noch da. Wobei das ja sowieso, wobei das schmilzt ja eh sowieso erst noch durch. Das heißt, wir können ruhig nochmal ein bisschen hier uns umschauen, dass wir vielleicht noch was finden. Wir haben sogar hier verschiedenfarbige Quallen durch den Shader. So. Aber ist auf jeden Fall schon mal ganz interessant, also gerade halt durch den Shader, ne, sieht man halt auch mal, wie weit das Wasser eigentlich hier reingeht oder wie viel Wasser da eigentlich jetzt in diesem Ozean halt sozusagen drin ist. Das sieht schon sehr, sehr geil aus, muss man schon sagen. Und auch hier unten drin. Also das hat auf jeden Fall auch etwas, muss man auch sagen. Wobei diese Insel hier könnten wir eigentlich wegmachen, oder? Ich muss ja irgendwoher muss ich ja Rohstoffe bekommen, das ist ja mein Problem. Ja, ich meine, ich könnte mir jetzt natürlich auch, könnte ich jetzt auch in die Hölle gehen und mir da noch Rohstoffe holen, aber ich mache jetzt erstmal die kleine Insel hier weg. Ich denke, das gleicht sich dann auch am besten wieder aus. Ja, sieht man ja auch, dass es sich relativ gut ausgeglichen hat eigentlich. Machen wir es mal so, dass es so aussehen würde. Als ob. Weil wir könnten hier oben, ah ja, hier oben können wir noch ein bisschen was wegnehmen dann. Ja, wenn wir unter Wasser sind, bauen wir halt deutlich langsamer. So. Okay, so. Na komm. Gib mir den Sand! Gut. So, gib mir den Sand, gib mir den Sand! Jawohl. So, ein bisschen Sand haben wir scheinbar liegen gelassen, vor allem. Hier, komm. So. Haben wir noch irgendwo was? Ja, da. Da haben wir noch Sand. Sand, 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 Sand. Okay, gut. Wie sieht's energiemäßig aus? Sieht auch schon relativ knapp wieder aus. Wo ist jetzt unser Home? Home ist in dieser Richtung. Home! Ja, wir müssen eigentlich grundsätzlich mit unserer Kokerei soweit das alles rein angeschmissen haben. Ich würde jetzt ganz gerne, deswegen werde ich wahrscheinlich die Folge mal noch ein bisschen länger machen. Ich würde ganz gerne die Kokerei noch aufbauen.
Werde dann wahrscheinlich meine Aufnahmesession beenden und dann den Server wieder zu dem Black Mask schicken. Aber derweil, wo die Kokerei fertig ist, beziehungsweise der Black Mask wegen aufnimmt, kann ja meine Kokerei ein bisschen noch laufen, beziehungsweise die Kohle kann zu Koks werden währenddessen. Und deswegen werde ich mal hier nochmal 2, 3, 4, 5 Minuten überziehen. Ich denke, das wird auch nicht allzu lange dauern. So, was ich mir wie gesagt vorgestellt hatte, kann ich ja nochmal einen kleinen Ausblick geben. Halt, wie gesagt, hier eine Monsterfalle rein, da eine Farm, also wie ich schon gesagt habe, hier sollte eigentlich noch ein Raum rein. Das sollte ein Verzauberungsraum werden, aber ich muss mir dann nochmal genauestens die Abmaße dann nochmal genau machen. Deswegen wird es heute auch nur diese eine Folge jetzt, weil ich dann auch endlich mal loslegen möchte eigentlich mit diesen letzten Sachen, die jetzt so rein theoretisch noch so das Must-Have eigentlich so sind, halt so von der Automatisierung her. Und dann halt noch ein bisschen weiter. I Want Dust hat man jetzt. Oh, das ist schon durchgeschmolzen hier, das Ganze scheinbar. Diese ganzen Ziegel sind scheinbar schon durchgeschmolzen. Das ist gar nicht so schlecht. Dann nehmen wir hier, warte mal, jetzt haben wir hier, kriegen wir schon wieder I Want Dust rein. Wir kriegen schon wieder I Want Dust rein. Wir kriegen die ganze Zeit nur I Want Dust rein oder irgendeinen anderen Dust. Okay, jetzt haben wir noch, hier lassen wir ein bisschen Lehm noch durchschmelzen. Nee, Kupfer brauchen wir nicht, sondern wir brauchen, was braucht man denn? Ja, die Ziegel, stimmt, die Ziegel, die hatten wir ja schon. Bisschen verwirrend. So, wollen wir mal gucken, Ziegel, also so von der Anordnung her war das so. Okay, und dann halt den Sand halt drumherum. Könnte vielleicht noch am Sand eher noch mangeln. So, 12 Stück haben wir bisher. Ja. 16 Stück haben wir bisher. Okay. So, eigentlich, wie gesagt, das müsste vom, also vom Sand her reicht das auf jeden Fall. Dürfte eigentlich auch von den Ziegeln her locker reichen. So. Eigentlich könnten wir auch, wir haben so viel Kohle eigentlich, das heißt, wir könnten eigentlich sogar locker 2 Kokereien eigentlich hinbasteln. Die Frage ist jetzt, wo basteln wir uns diese Kokereien hin? Eine können wir hier auf jeden Fall hier mal hinzimmern. Nee, das war falsch. Ah ja, genau, das wäre dann sowieso... Ja, die Fackeln müssen wir dann gleich hier nochmal anders platzieren, irgendwie. So, und damit haben wir die erste Kokerei sozusagen schon mal fertig. Das wäre jetzt die erste. Die Frage ist, ob wir jetzt hier direkt nebenan noch einen Klotz hinstellen wollen. Ah, sieht das gut aus? Noch eine Kokerei. Ich weiß fein nicht. Ich weiß fein nicht. Ich bin am überlegen, ob ich vielleicht noch unten in eine hinbaue. Ich meine, wir schmelzen ja sowieso gerade hier das ganze Zeugs durch noch. Was macht der Iron Dingens? Ja gut, da bräuchte man hier nochmal ein bisschen was an Kohle oder sowas in die Richtung. So, ja, ein Ziegel haben wir hier noch. Wie viele Ziegel haben wir hier? 25 Ziegel, 32 Ziegel. Das reicht alles noch nicht so. Zumal wir ja dann auch noch extrem viel Sand bräuchten noch dazu. Muss ich nochmal schauen, ob ich noch ein bisschen Sand irgendwo rumliegen habe. Beziehungsweise ein bisschen ist gut. Sandstein, wir haben keinen Sand mehr. Oder? Hier haben wir noch 2 Sand. Hier haben wir keinen Sand mehr. Kein Sand, kein Sand. Kein Sand, wir haben keinen Sand mehr. Sand ist alle. Das ist natürlich nicht so gut.
Naja, okay, gut, das lässt sich dann halt nicht ändern. Dann lassen wir das hier einfach noch schön gemächlich durchlaufen. Das ganze Zeugs. Dann schmeißen wir hier noch den Lehm mit rein. Der soll gleich direkt noch verarbeitet werden zu Ziegeln. Das macht ja dann nix. Und hier können wir noch den Iron Dust reinschmeißen. Und ich denke, das sieht dann gar nicht mal so schlecht aus. Wir könnten noch, auf jeden Fall können wir noch, Moment. Nochmal schauen, ob wir gleich noch eine kleine Kiste, noch eine kleine Engine bekommen, hinbekommen. Gucken wir mal, ob wir da noch sowas haben. Aber hier oben haben wir noch nichts drin. Moment, Whetstone-Motor. Whetstone-Motor. Das wäre auch jetzt relativ. Guck mal schnell, ob ich das noch vielleicht noch hingebastelt bekomme. Das Holzzahnräder brauche ich mal zwei. Brauche ich einen Kolben. Ein Kolben basiert aus. Wie macht man den? Oh. Kolben aus ganz normalem Pflasterstein. Ach ja, ach ja. So, Pflasterstein. Ups, 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 ups. Wobei, nee. Nee, das machen wir alles in der nächsten Folge. Wir lassen das jetzt hier so. Das bringt es jetzt nicht mehr in der Schnelle und Eile, da noch was zu machen. Dann schmeiße ich lieber hier die Kohle einfach so mal rein in die Kokerei. Da haben wir sie drin. Müsste eigentlich funktionieren. Ja, genau. Funktioniert auch schon. Hier kommt dann ein bisschen Teeröl raus. Und, ja, okay, gut. Ich hatte mir jetzt überlegt gehabt, ob ich vielleicht noch eine kleine Whetstone-Engine oder sowas in dem Fall noch mit dazu baue oder sowas in die Richtung. Sprich, dass ich hier oben meinetwegen noch eine Kiste hinbaue, dass sie hier das automatisch reinleite. Aber dann brauche ich auch jemanden, der das automatisch hier diesen Scheiß rausleitet. Also das Koks halt sozusagen. Und das wäre dann auch schon wieder den zeitlichen Rahmen. Da bin ich bestimmt 10 Minuten beschäftigt, ehe ich das ganze Zeug zusammengecraftet habe, weil ich gerade nichts vorrätig habe. Naja, wie dem auch sei, ich bedanke mich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!